Okay. Das ist total feucht und klebrig. Gut. Und noch ein Etikett. Und noch ein Etikett. Die Etiketten sind alle wirklich ziemlich nass. Nimm es einfach. Oh, das klebt an der Wand. Das grüne Fass wurde auf die Stufen raufgespült. Das braune Fass liegt in der Ecke neben dem gelben. Schwarzes Fass, Salva Fritz. Braunes Fass, Zungenbrandnasser Aufguss. Braunes Fass. Schwarzes Fass. Oh, und die nächsten müssen wir am Geruch erkennen. Das blaue Fass ist mitten im Keller im Sand stecken geblieben. Schnüffeln. Das riecht irgendwie nach Kirsche. Und dazu noch ein deutlicher Hauch von feuchtem Kellerfass. Riechen das braune und das gelbe Fass so wie minziges Leder? Minzi Minze, Leder. Alles klar. Ist das nicht Minzi Leder da drüben? Ja. Minzi! Auf geht's! Nur noch. Bullaugenreiniger. Das rote und das schwarze Fass Schamgefühl mit. Scham, alles klar. Doppelter Misogyniker da. Und nach dem Ausschlussverfahren. Geschafft! Ich weiß. Alle Fässer haben jetzt das richtige Etikett. Sensationelle Leistung, Nelly. Ich habe in der zweiten Klasse ähnliche Rätsel gelöst, nur waren die fordernd. Nelly, du Bombengranatenhagel-Donnerlütchen-Mordskerl! Der Schlachtschiff-Bierdeckel sei dein. Ich will aber keinen, danke. Ah, dieser hier. Ich denke, dass ich mir diesen lumpigen Bierdeckel verdient habe. So, und weiter? Tschüss. Tschüss. Wie ist es dir so ergangen? Abgeackert und gerackert, das Übliche. Und selbst? Vogelrettung, das Übliche. Gut, dich zu sehen. Was führt denn dieser Van Zandt im Schilde? Das lange Elend. Der ist der Letzte der Letzten. Ein total fieser Gauner. Der mag mich nicht so. Gut. Ich auch nicht. Halt dich einfach fern von ihm. Und dann ist alles geritzt. Nein, Daydream, nein. Behalte den Gedanken für dich. Wie bist du denn hierher geraten? Ach, das ist eine lange und auch langweilige Abenteuergeschichte. Okay. Freitag, der Verrückte hier hinter der Bar hat ein Fässchen sauer gemeischten Luzernenbrand gekippt. Ja, das stimmt schon. Aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht versucht, auf einem Seepferdchen zu reiten. Ja, das ist ja jetzt egal. Hauptsache, wir sind hier.
Und wir werden dich bei deiner Mission aus sicherer Deckung unterstützen. Du hast doch eine Mission, oder? Ja, klar. Immer. Ich bin auch mal weg. Aha. Diese Muschel liegt direkt neben diesen schnarchenden Säcken und die, die ich gefunden habe, klang so, als ob sie schnarchte. Oh. Da wird es jetzt aber mal Zeit für ein Experiment. Hey, aufwachen, ihr besoffenen Penner. Na klar. Die Muscheln müssen aus der Gattung Strombus valcae talcae stammen. Landläufig auch Telefonmuscheln genannt. Erscheint mir recht praktisch, wenn man sowas hat. Steck ich mal ein. In Ätna bricht aus waren solche Wortspiele witzig. Warum sind sie es hier nicht? Die sehen nicht aus, als ob ihnen der Sinn nach einer Unterhaltung steht. Okay, hier müsste ich mich eigentlich wohlfühlen, denn bestimmt werden hier etliche rassistische Klischees bedient. Vogel, geh nicht zu nah ran, okay? Die Tür ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Kannst du mir mal bei etwas helfen? Hey, Jürgen? Kannst du dich da durchquetschen und sie aufwecken? Mal sehen. Aufwachen, altes Frauchen. Mach doch mal Kuckuck. Auf keinen Fall. Meine Selbstachtung verbietet mir das. Quatsch. Mach schon. Kuckuck. Kuckuck. Guten Morgen! Willkommen in Lady Chingis Antiquitätenland! Es ist die Tür plötzlich auf. Hallo! Willkommen, werte Kundin! Schauen Sie sich nur um! Sieht aus, als ob ihr Kuckuck abgehauen wäre. Vielleicht war der genauso hypnotisiert wie alle Vögel auf der Vogelinsel. Wie? Mein Erzfeind, Baron Breitbart, hat jede Menge Vögel hypnotisiert. Erzfeind? Ja, ich hasse diesen Kerl. Willst du ihn harpunieren? Ich habe eine Harpune in exzellentem Zustand. Oh, vielleicht lieber nicht. Baron Breitbart, mein Erzfeind. Hä? Wer ist diese Frau? Ihr Laden gefällt mir wirklich. Danke, meine Liebe. Wenn Sie was mögen, dann ist ein Sonderpreis drin. Ich ziehe mal von dann. Bleib ruhig noch ein wenig und schau dich um. Oh, russische Püppchen. Bei Chinesen natürlich sehr beliebt. Staubige Keramik aus aller Welt. Uhren sind wohl die einzigen Antiquitäten, die selbst wissen, wie alt sie sind. Philosophie und Piratentum in einem. Das habe ich echt drauf. Uhren sind wohl die einzigen Antiquitäten, die selbst wissen, wie alt sie sind. Philosophie und Piratentum in einem. Das habe ich echt drauf. Da steht Flimmerrolle drauf. Das hier auf dem Tresen ist doch so ein Ding. Da steht Flimmerrollenprojektor. Nee, ich finde, die sehen alle gleich aus. Was die hin. Da fehlt doch irgendwas. Obendrauf ist ein großer Schlitz, wie bei einem Toaster.
Was könnte man da wohl hineinstecken? In einen Toaster stecke ich normalerweise meinen Penis, aber vielleicht in diesem Fall... Nee, ich finde, die sehen alle gleich aus. Da steht Flimmerrolle drauf. Das hier auf dem Tresen ist doch so ein Ding. Da steht Flimmerrollenprojektor. Da fehlt doch irgendwas. Obendrauf ist ein großer Schlitz. Wie bei einem Toaster. Nee, ich finde, die sehen alle gleich aus. Okay. Brauche ich nicht. Wenn ich nichts mehr in meine Taschen kriege, dann muss Jürgen halt schleppen. Hast du gehört? Was? Oh, by the way, komm mal her, du. Kannst du mir mal bei etwas helfen? Ich glaube nicht, dass ich da etwas tun würde. Schade, eine verpasste Chance, lustig zu sein. Ja, gut. Ich brauche keine Laterne. Gut, tschüss. Ist mir auch so eine wohlschmeckende Soße. Hi. Lass mich raten, Moment. Ja, der Büllmaus? Nein, ich war schon Pelikan. Warum schwallst du so ein Zeugs? Das ist mein Job. Ich bin eine hellserbische Basaga. Kannst du mir mein Schicksal vorhersagen? Ja, bei dieser Beleuchtung ist es gar nicht so leicht, deine Aura zu sehen. Aber Moment, ich sehe, dass du auf eine lange Reise gehen und mich willst. Im Innern eines Affen vielleicht? Ich gehe in der Tat auf eine lange Reise. Oh, ich spüre einen Namen. William. Könnte das sein? Kennst du einen William der Welt der Geister? Ja, William Bloodbeard. Ja, das stimmt. Ich sehe, wie William gerade an deiner Seite steht. Huh? Tatsächlich? Und er hat eine Nachricht für dich. Er sagt, hör auf, deine Zeit mit diesem Scharlatan zu verschwenden. Und gehe wieder an die Arbeit. Manchmal können Geister ganz schön verletzend sein. Ciao, bye. Bis bald. Kann ich irgendwie ans Fenster Tschüss. Treten und traurig hinausblicken? Was willst du? Oh, der Gong. Den will ich haben. Das ist aber ein wirklich schöner Kupfergong. Da schlage ich immer drauf, wenn ich Lust kriege, einen nervigen Gast zu erdrosseln. Soll ich das mal vormachen? Hm? Komm mal wieder runter, Chang. Schnippel mal an der Kerze mit der Duftnote, aufgeschreckte Biesamratte. Das beruhigt ihn normalerweise, Fräulein. So wie alle großen Köche neigt er zu Gemütsschwankungen. Ich heiße Sie in Chang Fets Asia Imbiss willkommen. Hallo. Grüß Gott, ich bin Chang Fett, der Inhaber. Haben wir heute das Vergnügen, Sie als Gast zu haben? Hallo. Grüß Gott, ich bin Chang Fett, der Inhaber. Haben wir heute das Vergnügen, Sie als Gast zu haben? Hallo. Grüß Gott, ich bin Chang Fett, der Inhaber. Haben wir heute das Vergnügen, Sie als Gast zu haben? Irgendjemand muss ja irgendwie für Unterhaltung sorgen. Früher waren Adventures noch lustig und... Früher konnte ich auch noch über Rassismus lachen und so, egal. Was würdest du empfehlen? Oh, und bitte nichts mit Ente.
Das Dim Sum ist hervorragend, preisgünstig und völlig entenfrei. Ein andermal vielleicht. Ich gehe dann mal. Kommen Sie bald wieder? Ja, muss ich wohl. Ich will nämlich den Gong. Da komme ich nicht dran. Was sollen wir jetzt tun? Du hast Vincent geschlagen. Der alte Graubinger wird vermutlich einen Beweis haben wollen. Hab ich? So ist es. Irgendjemand muss es hier geben, der in der Lage ist, deine heldenhaften Taten festzuhalten. Ah ja, genau. Hey, meine Taten sind wirklich heldenhaft. Wenn du meinst. In der Tat. Vielleicht würde es helfen, wenn Nancy eine Komposition von Singstein hören würde. Zu dumm, dass über Singstein nie in Der Hipster berichtet wurde. Hast du vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Schiffe werden üblicherweise in Häfen aufbewahrt, richtig? Vielleicht sollten wir mal rum. Ja, was gäbe es? Wir müssen können. Ja, wir Schüssel, und mir genau, gefällt. Ja, das denke ich auch. Und der Gong vom Wächter Koch. Gut, gut, gut. Also den Hipster umzuschreiben wird ja schwerlich möglich sein. Schnauze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, okay. Freibeuter Pudding! Ich habe die perfekte Muse für dich getroffen. Hm, genau. Sie arbeitet in der Kaffeestube und liebt Gedichte über alles. Echt? Dichtkunst und koffeinhaltige Getränke? Klingt bombig. Komm doch mit und schau sie dir mal an. Hey, Moment mal. Man kann nicht rumrennen und nach einer Muse jagen. Man muss selbst zum Zentrum positiver Schwingungen werden und dann wird man von ihr gefunden. Oder man macht nichts und wartet, bis jemand wie ich hilft und eine ranschleppt. Genau. Ja, genau. Besingst du meine Heldentaten, wenn ich eine Muse für dich auftreibe? Vielleicht ja, vielleicht nein. Machst du's bitte? Klar. Bitte. Ciao. Man sieht sich, Schätzchen. Hast du gerade das mit den Augenbrauen gemacht? Gut, du nimmst das hier. Aha. Ich lass mal diese Muschel hier. Spiel nur weiter, aber tritt nicht da drauf, wenn's geht. Machst du damit etwa eine Raubkopie meiner Musik? Nein. Ja. Cool. So, fucking Hipster. So, da. Hör dir das mal an. Freibeuter Pudding, Palast von Glück, Segelwind, Gummiente hin und zurück. Hatte den Plan, Haifisch zu essen, der weiße Hai hat... Super, wer ist denn das? Ach, das ist Salomon Singstein, der absolute Shootingstar, über den jetzt alle reden. Der ist klasse! Aber er ist weiterhin ein Niemand, wenn er nicht in Der Hipster war. Nancy's Magazin. Der Hipster. Aha, ja, logisch. Hey, schau dir das mal an. Wer ist das? Ach, nur dieser Salomon Singstein auf dem Titel von Der Hipster. Dieser geile Musiker? Oh mein Gott, der ist so traumhaft. Oh dein Gott, so ist es. Oh,
Weißt du, wo der ist? Der spielt gerade draußen vor dem Gerichtsgebäude. Da muss ich sofort hin! Heda, wollt ihr bei der Gelegenheit jetzt mal eben ein paar Servietten klauen? Nein? Auch egal. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Da steht, komme nicht wieder. Hilf mir, oh du automatischer Getränkespender. Du allein gibst mir noch Hoffnung. Nope, keine Antwort. Welches Getränk nehme ich denn jetzt? Oh, alle. Ich, Nelly, sage dazu, schrecklicher Hanftee. Wie läuft's so mit der Muse? Total ätzend. Sie will, dass ich bin, wie ich aber nicht bin. Ich bin kein Messias und nicht mal ein Bade. Aber... Ich schmeiß dieses Akustikdings hier jetzt weg und besorg mir was mit mehr Dampf. Hör mal auf mit dem Quatsch. Du schuldest mir ein Lied. Lass mal hören. Na schön, versprochen ist versprochen. Aber selbst Neptun, der Meeresgott, weiß, die größte Piratin ist Nelly Kudula. Weil hier die Rettung von Vögeln gelang, würde der herrlichste Heldengesang. Erzählt es allen euren Freunden. Sehr gut. Spiel das jetzt mal eine Weile. Darf ich gehen? Selbst Neptun, der Meeresgott. Wir müssen immer noch diesen anderen Typen überzeugen. Ich glaube nicht, dass ich da... Nö. Ich glaube nicht... Man kann's ja probieren. Nö. Nö. Hübsch. Erinnert mich an Fluch der Karibik 4 oder 5? Nein, das... Ich glaube nicht... Okay, was willst du dann? Ich ziehe mal weiter. Ah, nein, du bist das. Okay. Warum kann ich nicht in die Enzyklopädie? Ich muss doch unbedingt Richter Graupinger damit beeindrucken, welch tolle Piratin ich bin. Ich könnte das nicht mal machen, wenn ich wollte. Der erste Band, also der von Arr bis Dexbär, wurde gestohlen. So. Gestohlen? Haben Sie das schon zur Anzeige gebracht? Ich hatte dafür einen Termin bei Richter Graupinger. Aber irgendwer ist dazwischen geplatzt und hat meinen Termin beansprucht. Ups. Oh, hoppla. Wer hat die Enzyklopädie gestohlen?
Ich weiß nichts. Aber der törichte Idiot da am Fenster weiß was. Ja, tut er. Aber er sagt nichts, der aufgeblasene Kugelfisch. Nicht einen Piepser. Ich schlag mal was vor. Nehmen Sie mich in das Buch auf, wenn ich es Ihnen zurückbringe? Wenn du den selbstgefälligen Krittler dazu kriegst, dir zu helfen, dann hast du es dir wohl verdient. Warum giften Sie und der Kerl am Fenster sich so an? Es ist nicht so gut, wenn man einen Lexikographen im Scrabble schlägt. Das hat er mir nie verziehen. Wie kindisch. Und das, obwohl mein Siegestänzchen gar nicht mal so lange ging. Schönen Tag noch. Mach's gut. Welches Problem haben Sie mit Professor Morgan? Oh, ganz einfach. Sie ist eine pseudo-intellektuelle Banausin. Sie sagt, sie habe sie im Scrabble besiegt. Sie hat gemogelt. Und mir war vom Fahren meines Velozipeds gerade schlecht. Und überhaupt hat es sowieso nie stattgefunden. Also schön, Doc. Was geschah mit Morgens Enzyklopädie? Das würdest du wohl gerne wissen. Wie? Offensichtlich schon. Also, du wäschst meine Hand und ich wasche deine. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich an ihrer Hand rumfummle. Ach, das hat was mit einem Sprichwort zu tun. Was wollen Sie als Gegenleistung für die Enzyklopädie? Ein wenig Feldforschung. Aber mit Feldern kenne ich mich so gar nicht aus. Ich habe hier eine Liste mit seltsamen Wörtern. Nautisch obskur, wenn du so willst. Ich glaube zu wissen, was sie bedeuten. Aber ich muss es überprüfen. Liefere mir die Definitionen und ich lasse die Katze aus dem Sack. Gut. Das bedeutet, dass Sie mir dann sagen, wer die Enzyklopädie gestohlen hat. Ja, genau. Könnte sein, dass ich weiß, was die gesuchten Wörter bedeuten. Ach ja? So, also sag mir doch mal bitte, welche Bedeutung hat das Wort Hundesilber? Die Färbung eines Garabäus-ähnlichen Insekts. Nun sag mir, was das Wort Klabauterhaxen bedeutet. Ein Splitterholzpanzer, der den Oberschenkel schützt. Was ist eine Kiekpille? Ein rundliches Instrument, mit dem für den Kanonenschuss das Ziel anvisiert wird. Kannst du mir erklären, was Eichenflosse bedeutet? Ein schweres Ruder zur seitlichen Stabilisierung des Schiffs. Nun zum Schluss. Was bedeutet Sally Ho? Ein verborgenes Riff? Deine Wortdefinitionen stimmen mit meinen überhaupt nicht überein. Ich denke, dass du da mal noch ein wenig nachforschen musst. Ja, ich frage ja schon nach. Wahrscheinlich lag ich nicht mal allzu falsch, aber das wird sich zeigen. Ich bräuchte mal deine Hilfe mit seltsamem Piratenjargon. Was bedeuten die folgenden Wörter? Moment, Nelly. So läuft das bei mir nicht. Natürlich. Da sprudelt nicht einfach so mal eben eine Geschichte aus mir, wie so eine Sprudelgeschichte. Da muss ich vielleicht mal so Quasselwasser getrunken haben oder so. Kannst du mir eine Geschichte mit obskurem Piratenjargon erzählen? Was für eine Frage! Kann ein Focksegler im Scherwind keine Halse legen? Genau. In den 70ern
war ich als erster Maat von der Barbary Coast nach Peru unterwegs. Die Strände dort waren total voll mit Katzengold und Hundesilber. Und jede Menge Trottel kamen und gruben das wertlose Zeugs aus. Unser Schiff hatte gerade ihr Sally Ho und war immer noch feucht vom billigen Cider, mit dem es getauft wurde. Erzähl weiter. Der Kapitän war ein seltsamer Kauz. Die Männer erzählten sich, dass er sich in schwarzer Magie versuchte. Man munkelte, sein Holzbein sei eine Klabauterhaxen aus Hexenholz. Und es hieß auch, er würde verbotene Beschwörungsrituale ausführen, um sich Reichtümer zu verschaffen. Schaurig. Ein oder zwei Jahre waren wir damit beschäftigt, Leute zur Wildgansjagd zu bringen. Aber der Kapitän wurde immer finsterer und finsterer. Seine Kajüte war voller Zauberbücher und er verließ sie nie. Und was geschah dann? Eines Nachts wachten wir von scheußlichstem Geheul auf. Eine Hundebestie aus der Hölle rannte wild über Deck. Gulp. Ein schwarzer Hund mit glühenden Augen und fliegender Mähne. Jemand musste die Bestie erschießen. Der Ausguck war der einzige nüchterne Kerl. Aber der konnte keine Muskete abfeuern, weil er Eichenflossen hatte. Seine Hände waren schon lange ab. Furchtbarer Lacrosse-Unfall. Und dann? Also war es an mir, das Viech zu erschießen. Einen schwarzen Hund in dunkelster Nacht. Ich griff mir die Musketenkugeln und Schießpulver und schoss. Ping, ping, ping. Alle daneben. Oh. Ich hatte keine Musketenkugeln mehr. Und was dann? Der alte Koch fluppte seine Kiekpille aus der Augenhöhle und drückte sie in die Muskete. Peng! Und der Hund war tot. Armes Ding. Ding? Armer Teufel. Der Cookie wollte seine Kiekpille nicht wieder. Das war für den jetzt das böse Auge. Wir warfen den Köter über Bord und suchten nach dem Kapitän. Keine Spur von ihm. Nix in der Kabine oder unter Deck. Aber bei meinen Stiefeln schwöre ich dir eins. Nämlich? Dieser schwarze Köter hatte ein hölzernes Bein. Dun, dun, ui. Dun. Das wäre dann erstmal genug Geschichtenerzählerei für heute. Okay. Ich bin nochmal weg. Ahoi! Kleinen Moment. Viel besser. Nein, nein. Daran kann man... Könnte sein, dass ich weiß, was die gesuchten Wörter bedeuten. Ach ja? Ganz bestimmt sogar. Also sag mir doch mal bitte, welche Bedeutung hat das Wort Hundesilber? Ein Mineral, das oft fälschlicherweise für Silber gehalten wird. Nun sag mir, was das Wort Klabauterhaxen bedeutet. Ein hölzernes Bein, das mit einem Zauber oder einem Fluch belegt ist. Was ist eine Kiekpille? Uschiglas, wirklich. Ein Piratenersatzauge aus Uschiglas. Kannst du mir erklären, was Eichenflosse bedeutet?
Eine hölzerne Ersatzhand aus wertvollem Holz. Nun zum Schluss. Was bedeutet Sally Ho? Ein Schiff auf seiner Jungfernfahrt. Erstaunlich. Deine Forschungsergebnisse stimmen mit den meinen genau überein. Hervorragende Arbeit. Jetzt sagen Sie mir bitte, wo Morgens Enzyklopädie ist. Bien sûr. Ich habe gesehen, wie der Dieb das Buch stahl. Wer war's? Männlein oder Weiblein? Chinesen. Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es war aber ein sehr haariges Ding. Wirklich? Seine Flucht führte ihn in das Wäldchen jenseits von Bullensau. Ein Wäldchen für Diebe? Wo ist das Wäldchen? Bullensau, alles klar. Es liegt genau hinter uns. Dahin führt ein schmaler Pfad, der hinter der Kneipe verborgen ist. Wenn du ein wenig suchst, wirst du ihn finden. Versteckter Pfad, hey. Die Leiter ist hochgerollt. Da komme ich von hier unten nicht dran. Kannst du mir mal bei etwas helfen? Oi, Jürgen! Oi. Was gibt es, Nelly? Kannst du mir mal mit dieser Strickleiter behilflich sein? Sehr wohl, meine Gnädigste. Gut. Geil. Trilby, warte. Oh, eine kleine Katze. Natürlich. Mein alter Freund, die Klaukatze, ist der Dieb. Aber was will so eine Katze mit diesem ganzen Krempel? Ich fasse das lieber nicht an. DNA-Spuren und so. Ja, das ist die Enzyklopädie. Jetzt muss ich nur noch Professor Morgan dazu kriegen, da was Tolles über mich reinzuschreiben. Wo wir schon mal da sind, könnte ich eigentlich wieder mal speichern? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nein, wie könnte es auch? Nein, bin nicht. Nein, bin nicht hungrig. Eine Dose Mietis Knochengaumenschmaus Deluxe. Jetzt nur noch 10% Asbest. Bitte sehr. Hier ist die Enzyklopädie. Gut gemacht, Nelly. Danke, dass du mir die zurückgebracht hast. War mir ein Fest. Wenn Sie dafür mal da drin notieren könnten, wie dufte ich bin. Selbstredend. Danke. Cool, dann behalte ich die jetzt. Okay, tschüss. Ich habe einen Termin. So, du abgeblasener Hornhuchse. Guck Sehen das. Sie sich mal dieses Buch an. Es ist ein höchst wissenschaftlicher Text, der meine Heldentaten belegt. Das ist die Sorte gewichtige Persönlichkeit, mit der Sie es hier zu tun haben. Sehr beeindruckend, junge Frau. Ich bin allerdings immer noch nicht davon überzeugt. Ich muss sehen, dass sie wirklich von meinen Leuten verehrt wird. Und darüber hinaus hat sie noch nicht unter Beweis Ich bring mal besser... Aber nicht jetzt.
Hier, taktischer Beweis. Schauen Sie mal. Das ist Van Zandts Ausgabe von Dr. Zitter. Er hat es in einem kindischen Trotzanfall zerhauen, nachdem ich ihn mit meiner brillanten Taktik bezwungen hatte. Ja, das sieht mir nach einer Wutanfallszerstörung aus. Es scheint, als hätte ich Ihre taktischen Fähigkeiten unterschätzt. Hervorragend. Ich bin allerdings, ich müsste auch sehen. Da. Hey, hören Sie sich das mal an. Aber selbst der Tun, der Meeresgott, weiß die größten Piraten des Nelly Kula. Weil ihr die Rettung von Vögeln gelangt, würde der Herr. Ja, das ist es. Ein Heldenlied über meine Wenigkeit. Da sieht man, wie mich das gemeine Volk hier verehrt. Ausgezeichnet. Ich erkenne an, dass sie von den Leuten hier in den Felsen verehrt wird. Bestens. Nenni Kuddelott, es wäre mir eine Ehre, dich zu meinen Freibeutern rechnen zu können. Also geben Sie mir nun die Ausreisegenehmigung? Ja, Nelly. Du vertrittst die brausenden Felsen nun zu Wasser und in der Luft. Uhu. Und du kannst hier ein- und ausgehen, wie es dir gefällt. Mach ich eh schon. Der Kaperbrief. Ich bin ein glaubwürdiger Freibeuter. Nicht gewusst? Vor meiner Geburt hatte mein Vater eine Romanze mit der Piratin Susie Feuerpumps. Das Ergebnis dieser Liaison waren William Bloodbeard und zahlreiche obszöne Limericks. Das ist scheußlich! Ein Baron mit einem piratischen Stiefbruder! Wenn die Damen in meinem Club davon erfahren würden, käme es zu einem veritablen Skandal! Bloodbeard und ich verstanden uns prima, bevor ich herausfand, dass er ein heimtückischer, schleimiger Schweinehund ist. Aber jetzt... Nach langer Zeit habe ich die Oberhand über den kleinen Willy gewonnen. Den kleinen Willy? Nenn ihn doch bitte nicht so. Tut mir leid, mein kleines Wurfgeschütz. Ach, dieses Stammbaumgefasel ist scheußlich. Zähl mir nun endlich von dem Schatz. Ach ja, der Schatz. Der kleine Willy? So, was ich noch benötige, ist dieser Gong und dieses Schwert. Bei dem Schwert könnte mir das Schiff vielleicht nützlich sein. Ein Schiff zu chartern bedeutet ärgerlich, oder? Ich muss ein Schiff chartern. Das wird nix. Hab ich schon gehört. Aber ich krieg das schon hin. Wo kann ich ein Schiff bekommen? Nanu, da steht nur eines unbenutzt rum. Geil. Aber die Sanitania hat halt ewig keiner mehr bewegt. Sanitania? Heißt so, weil der Captain irgendwann ausgerastet ist. Manche sagen, der ist da immer noch drin. Oh. Genau genommen ist er das auch. Ich sehe den fast jeden Morgen. Wenn du rein willst, musst du der Kabinentür einen ordentlichen Tritt geben. Bis Kein später. Problem. Jo. Und pass auf fallende Flaschenzüge auf, damit. Ein kleiner Tritt?
Guybrush, bist du's? Lea. Wenn die Muscheln schon so weit susen? Bitte was? Nein, 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 das geht nicht so. Der Ombudsmann würde das so nie verantworten wollen. Hier und da noch ein wenig gedreht und dann sind bei dem wirklich alle Schrauben locker. Kriegen wir hin. Wie heißen Sie denn? Wie sich wohl von selbst versteht, bin ich Kapitän Lear. Wir sind uns im Tierpark des Botschafters begegnet. Ja, richtig. Also dann, wo bleibt meine Geschichte? Wie bitte? Geschichte! Na gut. Geschichte? Ich brauche meine Gute-Nacht-Geschichte. Sonst werde ich einfach nicht wach. Nun dann, ich habe eine Geschichte für Sie. Es war einmal ein Schiffskapitän namens Lear. Geschichte? Ja. Wunderbarer Anfang. Er ging auf eine Reise. Und Lear machte sich auf zu einer Reise. Eine Reise nach Zürich. Nein. Gibt eh keine richtigen Aber warum Antworten. Wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil er die Insel der alten Jungfern mit Keramik der Spitzenklasse belieferte. Nein, Lear hielt sich immer von diesen alten Schachteln fern. Sind ganz schön Meschugge, wissen Sie? Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lear gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Sie versprachen Lear ein Fass voller Heringe. Nein. Lear legt seinen eigenen Hering ein. Er ist sehr beschäftigt. Fehlen nur noch 2 Heringe. Dann ist das Fass voll. Das ist vielleicht ein wenig zu optimistisch. Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Die Sanitania? Nein, nicht ganz. Sind Sie ganz sicher? Nein, Sie haben das nicht richtig gesagt. Ich sollte mich vielleicht mal mit der... Ja. Ich muss einfach eine Kleinigkeit übersehen haben. Es gab eh keine richtige Antwort. Wiedersehen. Bitte gehen Sie leise. Da finde ich weder Bug noch Achtern drauf. Die Enzyklopädie Piratanica. Ja, könntest du vielleicht darin nachlesen? Über den Captain Dings da? Das mache ich besser nicht. Nein. Da finde ich weder Bug noch Achtern drauf. Die Karten sind alt und verkrumpelt. Verkrumpelt? Irgendwas ist hier doch. Mal nachsehen. Ja, es ist ein Bild. Kapitän Lear sieht ganz glücklich aus. Der Champagner kracht gegen das Schiff, aber es stach nie in See. Das sieht wie das Anschlagbrett vom Hafen aus. Jedenfalls bevor es total schmutzig wurde. Das ist zu verschwommen, um zu lesen, was da über die Reise steht. Das war ein tolles Schiff. Gut. Putzlappen, perfekt.
Und was machen wir ein weiteres Mal in diesem Spiel? Genau, putzen. Ich wische den Dreck mal mit diesem Tuch ab. Das ist schon besser. Gefördert von Richter Graupinger. Aha! Richter Graupinger unterstützte die Reise also. Sieht so aus, als ob das Luftschiff die Insel der nervigen Touris ansteuern sollte. Mhm. Aber die Reise wurde abgesagt. Vielleicht reicht das ja schon. Nun dann. Es war einmal ein Schiffskapitän namens Geschichte. Er ging auf eine Reise. Und Lear machte sich auf zu einer Reise. Einer Reise zur Insel der nervigen Touris? Inklusive Rückfahrt? Ja, zur Insel der nervigen Touris. Dahin wollte ich. Aber warum wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil... da fehlt uns eine Information. Er ein mutiger Erforscher ferner Länder war? Ah, ist das eine Spinne? Nein, das ist ihr eigener Arm. Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lear gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Es fehlen zwei Informationen. Sie versprachen, Lear zum Admiral zu machen. Welcher Alarm? Wie mein... Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Die Sanitania? Nein. Nein, nein, Sie haben das... Ich sollte mich vielleicht mal mit der Vergangenheit des Kapitäns beschäftigen. Ja, ich muss einfach eine Kleinigkeit übersehen haben. Wiedersehen. Bitte gehen Sie leise. Die Tür schläft noch. Die eine oder andere Kleinigkeit... Was ist das? Ah, das. Ja gut, dann fragen wir mal diesen Typen. Das war doch... Kann ich bitte die Kontrolle haben? Danke. Na, das stand da hinten. Genau, der Richter, natürlich. Nicht der Hafenvorstandstyp, sondern der Richter war's. Der alte Sack ist... Der alte Sack ist Richter Graupinger. Ja? Können Sie sich an Kapitän Lear erinnern? Wie meinen? Kapitän Lear von der Sanitania. Sie sollten doch seine Reise zur Insel der nervigen Touris finanzieren. Man mag wohl nicht fordern, dass ich mich an alles erinnere. Also, es ist Edeltrauts Aufgabe, über solcherlei Buch zu führen. Vielleicht vermag sie es, ihr da weiterzuhelfen. Bis später dann. Gut, tschüss. Edeltraut heißt sie also.
Warum nicht gleich Kunigunde? Verzeihung? Können Sie sich an Kapitän Lear von der Sanitania erinnern? Richter Graupinger wollte seine Reise zur Insel der nervigen Touris finanzieren. Ach ja, die abgesagte Exkursion. Ja, die. Wissen Sie noch, welche Art von Reise das hätte werden sollen? Selbstverständlich eine Luxuskreuzfahrt. Richter Graupinger wollte Touristen dazu animieren, uns zu besuchen. Hat der Paragraphenjongleur seine Zusage nicht eingehalten? Paragraphenjongleur? Richter Graupinger, hat der Kapitän Lear ohne finanzielle Unterstützung im Regen stehen lassen? Nein, das war der Hafenmeister. Van Zandt. Nein, die Vorgängerin. Patty Loman. Oh. Sie kündigte, nachdem eine ganze Reihe Verdächtigungen aufgekommen waren. Loman, was? Was wurde denn aus Hafenmeisterin Loman? Es gab Gerüchte, dass sie stahl. Verstehst du? Es gab keine Beweise, aber sie trat trotzdem von ihrem Amt zurück. Und Van Zandt übernahm den Posten dann? Ja, das ist richtig. Geh doch und frag Loman selbst danach. Üblicherweise ist sie um diese Uhrzeit in einer Kneipe und hat schon alle drei Segel im Wind. Okay. Was wurde denn aus Hafenmeisterin Loman? Es gab Gerüchte, es gab... Yep. Und wenn yep. sie... Ja, yep. Geh doch Segel und frag Wind. Üblicherweise... Alles klar. Tschüss. Tschüssikowski. Oh Gott, nein. Danke. Ich muss da nicht nochmal runter. Hallo? Hallo? Oh, nicht so laut. Haben Sie einen Kater? Oh. Jungs, ich glaube, wir haben es mit einem Kater zu tun. Oh. Ich kann nicht sprechen, wenn ich nichts zu trinken kriege. Tut mir leid, Frau Loman. Sie müssen nüchtern werden. Oh. Zum Glück haben wir alle Getränke, die es in diesem Spiel gibt. Hier, trinken Sie mal den Ausnüchterungskaffee. Auf geht's. Der bringt sie wieder auf die Beine. Das Zeugs ist ja teuflisch. Also schön, was willst du? Ich forsche nach der Sanitania. Ich forsche nach der Sanitania. Nach der was? Dem alten Luftschiff von Kapitän Lear. Nach dem alten Wrack? Wieso das denn? Hast du dein Versprechen gegenüber Lear gebrochen? Ich denke ja. Wie kam es denn dazu? Durch diese verdammte falsche Schlange im feinen Anzug. Van Zandt? Ja, verdammt, Van Zandt. Was hat Van Zandt getan? Er hat gesagt, dass er mir den Diebstahl von Graupingers Taschenuhr anhängen würde. Und dann hat er gedroht, ich würde gehängt, wenn ich den Dienst als Hafenmeisterin nicht aufgebe. Ich wusste, dass er das durchziehen könnte. Und ich war zu feige. Also hast du hingeschmissen? Ich hatte Kapitän Lear versprochen, dass er eine Ausreisegenehmigung erhalten würde. Aber nachdem ich weg war, hat Van Zandt sie ihm verweigert. Van Zandt ist nur an Freibeutern interessiert, nicht an Kreuzfahrten. Verstehe. Ich dachte, ich hätte das alles schon vergessen. Wieso fragst du nach all dem Kram? Nur so. Was hat Van Zandt getan? Er hat gesagt, dass... Und dann hat... Ich... Also hast du hingeschmissen? Ich... Aber nachdem... Van Zandt... Verstehe. Wieso fragst...
Ich will Lia helfen, seine Erinnerungen wieder zusammenzukriegen. Ich habe auf seinem Schiff dieses Foto hier gefunden. Das ist nicht nur ein Foto. Das ist ein Bild von einer Flimmerrolle. Aha. Was soll das denn sein? Bewegte Bilder, die den Start zeigen. Nun gut, er ist ja nie gestartet. Es war an dem Tag, an dem ich den Job an den Nagel gehängt habe. So, eine Flimmerrolle, was? Geht es dir gut? Nicht schlechter als sonst. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen. Lass mich einfach in Ruhe. Wiedersehen. Okay. Tschüss. Boah, mein Kopf. Brüll doch nicht so rum. Falsch. Oh. Kann mir nicht denken, dass sie das will. Ich kriege in das Ding kein einzelnes Bild rein. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Loman hat gesagt, dass Lias Bild von einer Flimmerrolle stammt. Möglicherweise kann ich herausfinden, zu welcher Rolle das Bild passt. Aha. Diese hat dieselbe Referenznummer. Wir versuchen mal, das Ding in die Maschine zu stecken. Oh. Auf Filme stehe ich. Was schauen wir uns denn an? Human Centipede. Ich weiß es nicht. 3, 2. Der Name des Schiffes ist also gar nicht Sanitania. Es heißt Santiana. Santiana! Santiana. Fehlt aber immer noch eine Info. Was ihm versprochen wurde. Oder? Ich will Lia helfen, seine Erinnerungen wieder zusammenzukriegen. Ich habe auf seinem Schiff dieses Foto hier gefunden. Das ist ein Bild. Was soll das denn? Bewegte. Nun gut. Wiedersehen. Boah, mein. Haben wir alle Infos? Ich bin nicht sicher. Nun dann. Es war... Geschichte. Er ging auf eine Reise. Und Lia machte sich auf... Touristen? Eine Reise zur Insel... Ja, zur Insel der nervigen Touris. Dahin wollte ich.
Aber warum wollte er gehen? War er zu Hause nicht glücklich? Er ging vielleicht auf Reisen, weil er Kapitän bei einer Luxuskreuzfahrt war. Ja, das stimmt. Kommt alle an Bord. Könige, Prinzen, Industriekapitäne. Kommt mit mir auf die Reise eures Lebens. Aber weh mir, da brach doch einer ein Versprechen, das er Lear gegeben hatte. Oder? Sie betrogen ihn. Was? Ach ja, ein Versprechen. Sie versprachen Lear eine Ausreisegenehmigung. Ja, das war's. Loman sagte mir, dass wir den Hafen verlassen könnten. Aber dann kam alles anders. Und der Name des Luftschiffs? Wie hieß es nochmal? Santiana. Das Schiff hieß Santiana. Nicht die Sanitania, die Santiana. Ja. Ja. Ich bin Kapitän Lear. Der Kapitän der Santiana. Klar. Genau so ist es. Was zum Teufel machen Sie auf meiner Brücke? Hey, gerade eben habe ich Ihre Erinnerungen zurückgeholt. Haben Sie das? Aber ja, haben Sie. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, meine Teuerste. Mein Sand brachte meinen Traum, diesen Schrottplatz hier zu verlassen, zum Scheitern. Leider muss ich feststellen, dass mich das in den Wahn getrieben hat. Stattdessen sollte Van Zandt in den Wahn getrieben werden. Warum zeigen Sie es dem nicht mal so richtig? Wie denn? Also so spontan fällt mir da was ein. Mir auch. Sie könnten mit mir den bösen Baron Breitbart jagen. Ich stehe zu Ihren Diensten, Fräulein. Aber ohne Ausreisegenehmigung werden uns Van Zandts Kanonen zerreißen. Überlassen Sie das mit dem Papierkram mal mir. Sie frischen derweil mal Ihre Kenntnisse im Führen des Ruders wieder auf. Zu Befehl, Fräulein. Kapitän Nelly Coutelot. Also dann, zu Befehl, Kapitän. Ist das Schiff abflugbereit? Die Anzeigewerte für Pumpen und Blasebälge sind in Ordnung. Druck liegt bei 0,25 Atmosphären. Propeller, keine Reaktion. Wir brauchen einen Schrauber, der sich die Propeller vornimmt. Wiedersehen. Meinst du, dass das Ding noch fliegt? Das rostige alte Wrack. Da müsste jemand echt goldene Schrauberhände haben, um das wieder hinzukriegen. Dein Glück. Ich hab goldene Schrauberhände. Hui. Aber ich brauch so ein wenig alkoholischen Schmierstoff, damit ich nicht so quietsche, wenn du verstehst, was ich meine. Alles klar. Sowas wie Öl oder so? Nee, nee. Eher sowas wie Mama Fischkeks ins Obscura. Bring mal eine Flasche und gegen Mittag schwebt das Ding ab in die Wolken. Wegen der Luftschiffreparatur. Bring mir eine Flasche Mama Fischkeks ins Obscura. Ich kriege den immer aus Chinatown auf der anderen Seite der Insel. Okay. Bis später. Jo. Und pass auf fallende Flaschenzüge auf. Thank you.
Ich heiße Sie in Chang Fets Asia-Imbiss willkommen. Was würdest du empfehlen? Oh, und bitte nichts mit Ente. Das Dim Sum ist hervorragend. Ein andermal vielleicht. Ich gehe dann mal. Okay. Kommen Sie bald wieder. Ich ziehe mal von dann. Bleib ruhig noch ein wenig und schau dich um. Etliche fruchtige alte Liköre und Schnäpse. Ja. Einer davon heißt Mama Fischkeksens Obscura. Ja. Mama Fischkeksens Obscura. Ja. Ich nehme den da bitte. Eine sehr gute Wahl. Tschüss. Okay. Offensichtlich haben wir Geld. So, du Schluckspecht. Wegen der Luftschiffreparatur. Bring mir eine Flasche Mama Fischkeksens Obscura. Ich kriege den ja, immer aus ja, Scheinheit. Ja, ich hab ihn ja schon dabei. Bis später. Jo. Hey, da oben. Aufgepasst. Mama Fischkeksens. Könntest du jetzt die Motoren des Luftschiffs klarkriegen? In zweizölligen Minütchen. Erledigt. Besten Dank. Ist das Schiff abflugbereit? Die Anzeigewerte für Pumpen und Blasebälge sind in Ordnung. Druck liegt bei 0,25 Atmosphären. Propeller, einsatzbereit. Es ist abflugbereit. Gut. Ist das Schiff ab? Ja, Druck liegt. Propeller, es ist... Wiedersehen. Oh. Ehrlich gesagt, fahre ich nie. Mhm. Das Ruder des Schiffs. Mein Plan wäre es eigentlich, dass der Kapitän eine Runde dreht und wir beim Gemischtwarenhändler Bescheid sagen, er soll doch mal durchs Fernrohr gucken. Da finde ich weder Bug noch Achtern drauf. Mhm. Moment. Oh. Danke. Es gibt eine Schnellreisefunktion. Ich glaube nicht, dass ich da etwas... Es ist Kapitän Lear. Es ist Kap... Ja. Nun gut, Vogel, was meinst du dazu? Was sollen wir jetzt tun? Du bist jetzt offiziell ein Freibeuter. Mhm. Och, das scheint mir ja noch mieser als bei der Handelsflotte. Hast du vielleicht noch einen anderen Vorschlag? Kapitän Lear macht mit. Gut gemacht. Ja. Jaha. Prima gemacht. Das Luftschiff schifft wieder durch die Luft. Ich weiß. Was gäbe es noch zu tun? Wir müssten noch eine Empfangsschüssel und eine Stange für Rackhams Vogeldetektor finden.
Könnten wir nicht Melly irgendwie dazu kriegen, uns den goldenen Degen zu geben? Doch, bestimmt. Wir sollten mal aufmerksam weitersuchen. Hm. Und mir gefällt auch dieser Gong vom chinesischen Restaurant ganz gut. Ja, das denke ich auch.